Im heutigen Video machen wir mal ein neues Format und zwar gibt es ein Ganzkörper-Workout mit mir, Medical Fitness Style. Das heißt, wir werden verschiedene Funktionen, Körperregionen abtrainieren. Das Ganze machen wir in einem Intervallformat oder Rundenformat und ich werde die ganzen Übungen gleich mit euch live durchtrainieren und auch per Voice-Over nochmal ein paar Details zu den Übungen erklären. Du kannst das Video also einfach laufen lassen, mittrainieren hinterher, wenn du möchtest, in Echtzeit. Und damit wünsche ich dir jetzt viel Spaß. So, als erstes legen wir mal los mit einem kleinen dynamischen Aufwärmprogramm. Ja, das heißt, die erste Übung, die du machst. Ja, und an der Stelle übernehme ich hier auch mal per VoiceOver, also auch ein neues Format für mich. Und genau, wir starten hier einfach mal mit einer ganz unkonventionellen dynamischen Aktivierung. Ne? Also anstatt jetzt hier mal Hampelmänner oder irgendwelche passiven Dehnübungen, Seilchenspringen oder was man sonst macht, macht halt eine relativ gangspezifische Aufwärmübung. Ne? Einfach die Arme horizontal halten, wenn man genau darauf achtet. Dann sieht man auch noch, dass ich die Handfläche jeweils nach unten zeigen lasse und wenn ich den Arm hinter den Rücken führe, eben zur Decke zeigen lasse. Also ich mache hier auch noch eine Innen- und eine Außenrotation. Ne? Die Hüfte arbeitet mit. Wenn man genug Platz hat, kann man auch einfach nach vorne laufen, den Fuß auch mal wechseln. Genau, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Also da muss man auf nichts großartig achten. So, als nächstes Hüfte, ja, so, genau, und dann kommt der stehende Läufer hier ins Spiel. Ihr seht, also ich ziehe ein Knie hoch, ne, auf 90 Grad ungefähr und strecke dann mein Knie. Wichtig ist wirklich, das Knie oben zu halten, das will in der Regel runterfallen, ja, wenn ihr merkt, ihr könnt das Knie durchstrecken, dann ist es wahrscheinlich so, dass das Knie zu tief ist, ne, dann kompensiert ihr. Auch hier müsst ihr jetzt am Anfang nicht großartig Körperspannung aufbauen. Was hier einfach noch gemacht werden muss, ne, ich drehe jeweils da, wo ich den Ellbogen auf der gegenüberliegenden Seite nach vorne nehme, drehe ich halt noch mit der Wirbelsäule richtig schön meinen Brustkorb ein. Ne, das bereitet uns gleich auch schon auf die ersten beiden Übungen vor, den Ruderzug und den Push-Press. Genau, nach dieser Aufwärmübung gibt es dann noch ein bisschen Pause. So, damit hätten wir das Aufwärmen getan und gehen jetzt direkt rüber ins Workout. Ich mache 40 Sekunden Intervalle, 15 Sekunden Pause. Also es wird 40 Sekunden eine Körperhälfte trainiert, 15 Sekunden Pause, 40 Sekunden die andere Körperhälfte und das Ganze machen wir dann für alle Übungen hintereinander weg und es gibt dann eine Satzpause von einer Minute 30 und dann machen wir noch einen zweiten Durchgang. Ihr könnt natürlich hinterher auch einen dritten machen und ich würde sagen, auf geht's. Wir starten als erstes mit dem funktionellen Ruderzug. Ja, dazu nehmen wir hier moderates Gewicht, ja, stellen uns bilateral hin und arbeiten hier durch. Genau, an dieser Stelle mache ich einige unterschiedliche Sequenzen. Das heißt, wenn man mal genau drauf achtet, ich ziehe den Ruder zu, also ich lasse den Griff nach vorne wandern und ziehe mich dann erstmal zum Griff hin und ziehe ihn dann zurück. Ja, das ist noch eine relativ gangspezifische Alternative, die ich hier zeige. Genaueres erkläre ich im Medical Fitness System. Ne, das heißt, ihr könnt beispielsweise einen ganz normalen Ruderzug machen, so wie ihr es kennt, wahrscheinlich aus dem Fitnessstudio. Setzt euch hier locker rein. Ja, und zieht den Oberarm einfach zurück und rotiert ein bisschen mit dem Oberkörper. Also das werden die meisten schon aus dem klassischen Fitnesstraining eher nicht kennen. Ja, ihr könnt auch die Ankerpunkttechnik hernehmen. Das heißt, ihr bleibt rotiert, streckt den Arm, zieht euch dann nach vorne und beides zusammen zurück.
Ja, das wäre jetzt schon so eine gangspezifische Variante. Wie gesagt, ihr könnt auch ganz normal flüssig den Ruderzug trainieren. Genau, das Ganze ist also eine relativ gangspezifische Art und Weise, den Ruderzug zu machen. Die meisten trainieren den ja eher bilateral und das auch nicht mit Hilfe, also auch nicht im aufrechten Gang, so wie ich es hier mache. Das gleiche gilt für, ich sag mal, klassisches Bankdrücken, Butterfly, auch hier, oder Liegestütztraining, hier die einarmige Variante kann ich sehr empfehlen. Ich achte darauf, wirklich hier den Arm und den Brustkorb gleichmäßig zu rotieren, dass ich also wirklich Arm nach vorne, Brustkorb nach vorne. Auch hier kann man verschiedene Variationen machen, die genauer im Medical Fitness System erklärt sind. Ich erkläre dort auch übrigens, wie man eben mit beispielsweise das Ganze auf die Standardskoliose des Menschen oder auf Skoliose allgemein auch umsetzen kann, welche Seite man vielleicht etwas mehr mit der einen Seite, mit der einen Übung beansprucht oder mit der anderen. Um eben gewisse Rotation, Skoliose ist ja nichts anderes als eine Verdrehung der Wirbelsäule, auch auszugleichen. Das gleiche gilt für Beckenschiefstände, Schulterschiefstände, Fehlstellungen im Bereich des Schulterblattes etc. Und genau, dafür sind diese Übungen optimal. Müsst ihr euch aber jetzt auch nicht zu krass den Kopf drüber zerbrechen. Ihr könnt das erstmal auf beiden Seiten trainieren, um den koordinativen Ablauf da auch reinzukriegen. Damit macht man auch nichts kaputt, bevor jetzt hier die Kommentare losgehen. Wie gesagt, genaueres im Medical Fitness System erklärt. Das wird hier einfach ein bisschen zu weit führen. Ich habe eine leichte, schräge Vorlage, je nachdem, wie viel Gewicht ich auf dem Kabelzug habe. Muss ich mich ähnlich wie, sag ich mal, beim Skifahren etwas nach vorne legen. Becken ist gekippt, Bauchnabel ist drin, Atmung, darauf achten. Genau. So, die nächste Übung ist auch sehr interessant. Das ist ein Medizin-Ball-Slam im Staggered-Stance, im kleinen Ausfallschritt. Also ich bin hier wirklich nur eine halbe Fußlänge sozusagen im Unterschied. Also mein Großzeh ist auf der Höhe vom Fußgewölbe des anderen Fußes. Und ich halte das Gewicht, also in dem Fall sind es 4 Kilo Medizinball, ich halte den einfach über den Kopf, lasse ihn dann los und versuche ihn dann so auf Brust-Bauchnabelhöhe zu fangen und leite sozusagen den Stoß, die Erschütterung. Ja, ich fange den Ball über die Hüfte ab, also nicht über den oberen Rücken, nicht versuchen mit den Schultern zu bremsen. Das kann man machen, wenn man es will, aber das ist eigentlich eine Hüftübung, trainiert eben an dieser Stelle exzentrische Arretierung, die Innenrotation der Hüfte. Ja, das ist ja, ist einfach so, weil sich das Becken eben eindreht, weil wir in eine Hüftbeugung reingehen, weil wir in eine Adduktion der Hüfte gehen. Ja, diese drei Funktionen, die sind sozusagen aneinander gekoppelt, und muss man physiologisch wissen. Ist also exzellent geeignet für Leute, die eher eine steife Hüfte haben. Wenn du merkst, hey, ich habe irgendwie Verspannung in dem Bereich, ich kann nicht mehr so, ich bin nicht mehr so sprunghaft wie früher, ich kann nicht mehr so gut, ich sag mal, auch zwei Treppenstufen gleichzeitig runtergehen oder allgemein irgendwo runter springen. Das merke ich direkt beispielsweise im Rücken oder in den Knien. Die Übung ist perfekt, um das Ganze sozusagen auch wieder ein Stück weit zu restaurieren oder komplett zu restaurieren. Ich mache die Übung sehr gerne, bevor ich beispielsweise laufen oder sprinten gehe oder irgendwas anderes mache, wo ich Sprungkraft brauche oder Schnelligkeit. Dann sind die Hüften wirklich optimal aktiviert. Wichtig, die Knie kannst du verschieben, aber guck, dass die Kniescheiben, also so wie ich es im Video da mache, dass die Knie nicht irgendwie nach außen oder nach innen zu stark kollabieren. Genau. So, und dann geht es eigentlich auch in die nächste Übung direkt rüber. Das ist hier der Seitfallschritt. Also, genau, vielleicht, genau, Sumo, Seitfallschritt. Hier sind beide Füße auf dem Boden. Das sorgt dafür, dass wir auch eine gute Relativbewegung beispielsweise im Bereich des Beckens, ISG, Lendenwirbelsäule, Hüfte haben, dass diese ganzen Bereiche zusammenarbeiten. Auch eine gute Übung, die man einseitig trainieren kann. Beispielsweise bei der Standard-Beckenverbringung, auch hier wieder der Hinweis aufs Medical Fitness System. Allgemein, warum hole ich mir diesen Zug von der Seite? Ja, damit ich eben die Rotation im Oberkörper trainiere. Ja, ich trainiere hier meine funktionelle vordere Kette. So. Also in dem Fall jetzt, wenn ich mich umdrehe,
jetzt hier den linken Pectoralis, Serratus, Obliquus, Internus, Externus und dann den gegenüberliegenden Adduktor, ne? Internus oder Externus noch links, Internus dann rechts und Adduktor dann auch rechts. Und das ist auch wieder sehr gangspezifisch, arbeitet auch die Innen- und Außenrotation der Hüfte ab. Also wenn ich jetzt hier beispielsweise reinziehe, dann rechts die Innenrotation und links, also die Seite, von der ich mich mit dem Kabelzug wegdrücke, mehr die Außenrotation. Aber weil ich natürlich hin und her gehe, wird abwechselnd beide Funktionen trainiert. Ich könnte die Übung beispielsweise auch ohne Kabelzug machen, einfach ja, frei. Oder wenn ich mir eine Gewichtsscheibe vor mich hinhalte, auch sehr, sehr gut. Genau, und dann kommt zum Abschluss dieser Runde dann der kurze Seitstütz. Der ist nochmal hervorragend geeignet, wirklich auch als Anfänger-Core-Progression. Die meisten die stürzen sich direkt so in den großen, langen Seitstütz. Versuchen dann auch direkt irgendwie den Seestern mit Gliedmaßen abspreizen. Und das ist mir auch aufgefallen. Mir ist es früher unheimlich schwer gefallen, meine seitliche Bauchmuskulatur zu aktivieren. Und das kann man mit dieser Übung einfach hervorragend trainieren. Ne? Also auch wirklich ein bisschen auf diese Seiteneigung achten. Deswegen habe ich am Anfang den Arm über Kopf genommen und dann hat man eben diese Seitneigung, diesen Brückenbogeneffekt weg vom Boden und in dem Fall merke ich dann jetzt hier wunderbar die rechte seitliche Bauchmuskulatur, also die Bauchmuskulatur, die logischerweise zum Boden zeigt und gehe dann wirklich her und atme wirklich viel über die Nase ein, über den Mund aus und hole mir dann nach und nach wirklich die Kontraktion. Und ganz ehrlich, ich kann mittlerweile auch den langen Seitstütz und natürlich auch fortgeschrittenere Core-Übungen, aber das ist immer noch so eine Basis-Staple-Übung, die ich sehr, sehr gerne in mein Training einbaue, einfach weil sie so ein gutes Muskelgefühl zulässt, eine schöne Aktivierung hergibt und sich auch einfach hinterher prima zum Aufwärmen mit ein oder zwei Sätzen eignet. Und ja, kann ich einfach nur empfehlen, eine meiner Lieblingsübungen, so aus dem, ich würde sagen, eher klassischen funktionellen Fitnesstraining, die der ein oder andere vielleicht auch noch kennt, ja. Genau. So, und damit dürfen wir uns dann dem Ende des ersten Durchgangs nähern. Und genau, mach einfach locker. Ach ja, hier, der Timer hat nicht gepiept, deswegen, wir haben jetzt die 40 Sekunden, die eingestellt waren, sind vorüber. Und ich mache da aber noch weiter, also kein Problem, aber müsst ihr nicht machen. Jetzt checke ich's. Und genau, ich trinke ein bisschen was, ne, kommt runter, also ihr müsst euch da auch nicht, also wenn ihr es einstellt in dem Timer, kann ich nur empfehlen, da müsst ihr euch aber auch nicht, wie sagt man, komplett irgendwie dran halten. Wenn ihr ein bisschen länger Pause machen wollt, kein Problem, wenn ihr ein bisschen kürzer Pause machen wollt, kein Problem. Ich würde nur wirklich ein bisschen meinem Nervensystem beispielsweise, gerade wenn dieses Workout für euch noch ein bisschen anspruchsvoller ist, auch mal Ruhe geben. Ja, die meisten Leute, die versuchen immer auf Teufel komm raus, so ein HIT oder HIT-Training, also High-Intensity-Training, was es eh nicht ist, aber das kann ich mal an einem anderen Punkt erklären, durchzuprügeln. Ne? Hauptsache der Schweiß tropft, man atmet schwer, aber jegliche Bewegung, koordinativer Anspruch wird mit Füßen getreten. Deswegen lasst euch da ein bisschen Zeit, kommt wieder runter, spürt die Aktivierung, ne? Guckt, ob ihr die Zielmuskulatur auch erreicht habt. Und in der Regel kommen einem die 90 Sekunden hier eh kürzer vor. Ne? Und dann starten wir direkt wieder mit dem Ruderzug rein. Genau, wie gesagt, am Anfang macht wirklich den normalen Ruderzug. Also Arm, Schulterblatt nach hinten. Ne? Also schön mit dem Ellenbogen die Übung führen. Ne? Den Ellbogen aber nicht hinter den Körper ziehen, sondern neben dem Körper Schluss machen. Das fällt den meisten sehr, sehr schwer, weil sie noch merken, hey, ich kann noch weiter nach hinten ziehen. Und anstatt den Ellbogen dann hinter den Körper zu ziehen, schön die Brustwirbelsäule rotieren. Ne? Das seht ihr da auch, der Ellbogen, der bleibt neben dem Körper. Ich rotiere nur. Ne? In dem Fall natürlich, wenn linker Arm genutzt wird, rotiere ich nach links bei einem Ruderzug. Hier mache ich auch die klassische Variante. Auch der gegenüberliegende Arm, ne, das ist am Anfang, der hängt am Anfang ein bisschen tot rum. Man weiß vielleicht nicht, was man damit tun soll. Ja, einfach einen imaginären Push-Press, also auch schön nah an der klassischen Laufbewegung, sag ich mal, bleiben. Das kommt meistens bei diesen Übungen sogar relativ intuitiv. Also wenn ihr merkt, hey, ich will mich da irgendwie bewegen,
mein Bein, mein Arm hat das Bedürfnis, irgendwas zu tun, dann lass den mal machen. Meistens ist das gar nicht so verkehrt. Ne? Meistens aktiviert man einfach diese automatischen, evolutionären, genetisch veranlagten Bewegungsmuster und hat da ein sehr intuitives Lernen. Ne? Das ist so ähnlich wie bei Tieren auch. Die kriegen das ja nicht beigebracht oder wir als Menschen ja eigentlich auch nicht, sondern es ist einfach in unserer DNA drin und das kommt da einfach durch. Ne? Das ist dann sehr, ja, wirklich natürlich, ne? Ohne den Begriff jetzt hier werten zu wollen, aber anders kann ich es nicht beschreiben. Und genau, ne? Dann schön auch auf die Atmung achten, über die Nase ein, nicht hochziehen, langsam. Ihr müsst die Atmung auch nicht unbedingt an die Bewegung koppeln. Ne? Das wird am Anfang wahrscheinlich der Fall sein. Aber wenn ihr beispielsweise langsamer atmen wollt, als ihr die Wiederholung macht, weil die Wiederholungen vielleicht ein bisschen schneller sind, ne? Dann könnt ihr das ruhig tun. Oder ihr verlangsamt einfach die Bewegung und passt die eure Atmung an. Das muss also auch nicht unbedingt so schnell gemacht werden wie in dem Video hier. Das ist eurer Muskulatur egal. Für die, die es jetzt nicht wissen, für Muskel, Sehnen, Bänder etc. Also vor allen Dingen für die Muskulatur, nicht unbedingt für Sehnen und Bänder, ist so die Schnelligkeit, mit der ihr die Übung macht, egal. Es zählt mehr die Time and Attention, also die, ich sag mal, komplett verrichtete, ja, auch das stimmt nicht die Arbeit, die verrichtet wird, ne, ist eher so ein physikalischer Begriff, sondern, ja, wie lange steht der Muskel eigentlich unter Strom? Und dem ist primär erstmal egal, ob ihr dann den schnell macht, drei Wiederholungen in 10 Sekunden oder eine Wiederholung in 10 Sekunden. Euren Muskeln interessiert nur, hey, ich habe mich 10 Sekunden bewegt. Und ja, mit diesen 40-Sekunden-Intervallen wären wir hier eigentlich in so einem Hypertrophie-Bereich, ne, wenn die Intensität höher wäre. Also wenn man jetzt merken würde, hey, ich bin nach diesen 40 Sekunden auch wirklich am Ende, dann wäre man jetzt im klassischen Hypertrophie-Bereich. Weil wir jetzt hier eher so einen Zirkel trainieren, nehmen wir natürlich submaximale Gewichte, konzentrieren uns hier auch mehr auf die Atmung und die Bewegungsabläufe, ne, und machen so ein Zirkeltraining, was sich dann auch ein bisschen mehr auf das aerobe System, also Cardiotraining etc., Herz-Kreislauf-System auswirkt. Ne. Wer das Ganze eher intensiver machen möchte, auf klassischem Fitness, also auf klassischer Maximalkraftebene oder Hypertrophieebene, der muss dann eben in ein Satzsystem rüber. Ne. So, da bin ich auch ganz transparent, so trainiere ich auch meistens in einem Satzsystem. Ist hier nur schöner für die Kamera, weil ja, man kann halt höhere Gewichte verwenden, hat mehr Pausen, kann eben ja so die klassischen Muskelaufbau trainieren, Maximalkraft trainieren, seine anaeroben Stoffwechsel trainieren, ne? Und das kommt dann auch, ich sag mal, athletischeren, performanceorientierteren Bewegung dann näher, ne? Aber das würde ich dann eher mit, ja, weiß nicht, mit Übungen machen, die man ein bisschen besser aufladen kann. Das sind jetzt hier eher alles noch Übungen, um die Bewegung erstmal zu lernen. Hier sind wir auch wieder beim Medizinball, ne? Das Ding könnte man jetzt auch, dann könnte man vielleicht einen 20 Kilo Medizinball nehmen, wobei man sich dann irgendwann auch die Schulter fast auskugelt beim Fangen und dieser ganze Effekt so ein bisschen hinfällig ist für die Hüfte. Das heißt, da ist auch nochmal ein Unterschied, was man jetzt physiologisch machen möchte und oder ob man sich da in irgendwelchen klassischeren Trainingsbereichen bewegt. Ne, ist jetzt ein bisschen aufbauend, weiterführend Theorie. Ich hoffe, ich mache euch damit jetzt nicht komplett fertig. Aber ich habe mir gedacht, ich nutze dieses Format hier auch einfach mal, um so über so ein paar fortgeschrittenere Konzepte zu reden, die sonst immer so ein bisschen hinter dem Ganzen hier, drei Übungen gegen Schmerzen und so zu kurz kommt. Ja, die meisten Leute, die haben halt überhaupt keine Ahnung von Training, also nicht mal, was irgendwie eine progressive Überlastung ist, wie man fortschreitet im Training, wie man überhaupt seinen Körper, ich sag mal jetzt mal ansatzweise trainiert, ne? Und sei es jeden Monat eine Liegestütze mehr zu machen, selbst davon haben die meisten Leute keine Ahnung und der Ansatz wird euch noch nicht besonders weit führen. Und das ist einfach so, so wichtig, einfach auch mal ein paar Grundlagen zum Training zu verstehen und da könnt ihr auch, ich sag mal, der klassischeren Literatur Folge leisten, ne, euch auch von eurem Fleischkopf aus dem lokalen Fitnessstudio tatsächlich beraten lassen, weil die wissen halt auch, die Jungs, und sind damit tatsächlich auch in manchen Bereichen ganz gut aufgestellt. Ne. Sinnvoll ist es natürlich dann noch mit den richtigen Übungen zu kombinieren. Okay, so, ja. Jetzt kommen wir wieder zum Seitfallschritt, zack. Genau, da haben wir den, ja, ihr trainiert ja einfach durch. Wie gesagt, im Medical Fitness System weiterführende Informationen zur Ausführung, ja,
wie kann ich das Ganze auf meine Skoliose umsetzen, wie kann ich das auf meinen Beckenschiefstand umsetzen, ja, tiefgehendere Informationen. Genau, und ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Format bis hierhin gerade findet. Ja, ist das interessant? Wollt ihr das irgendwie ein bisschen anders haben? Soll ich das vielleicht ohne Voice-Over machen? Sieht der Timer unschön aus? Ja, habe ich mir natürlich ganz viel Mühe für gegeben. Etc., etc., ne? Wie ihr natürlich die Routine fandet beim Durchtrainieren. Und genau, so. Wie gesagt, solche kardioorientierten Routinen mache ich so ein-, zweimal die Woche, ne? Und eher normalerweise ein satzorientiertes System. Hier auch wirklich nochmal ganz wichtig, achtet darauf, mit der Innenkante vom Fuß Druck am Boden zu halten. Ja, dass ihr halt wirklich hin und her schiebt, aber nicht irgendwie die Fußaußenkante hochkommen lasst oder die Fußinnenkante hochkommen lasst. Das ist so einer der größten Fehler. Damit ist dann diese Ground Tension hinüber, die ihr hier aufbaut. Also ich drücke auch wirklich mit dem Fuß mich weg vom Kabelzug. Also der Impuls, ich glaube, ich mache es hier gleich auch nochmal vor. Erst Hüfte, ja, da und dann rotiere ich. Ne? Also wirklich erst Hüfte, da zeige ich es nochmal und dann rotieren. Nicht irgendwie erst rotieren und dann Hüfte, sondern der Impuls kommt beispielsweise wie bei einer Wurfbewegung auch aus der Hüfte heraus. Ja, an der Stelle dann wieder der altbekannte Seitstütz. Ne? Wie gesagt, ja, hier vielleicht auch noch interessant, also so Rumpfmuskeln könnt ihr isometrisch ganz gut trainieren. Die brauchen nicht immer so viel Dynamik. Ne? Also da müsst ihr nicht immer irgendwelche explosiven Übungen machen, ne? Während das bei den Beinen dann eher der Fall ist, Beine eher auch mal schwer trainieren, ja, hoher Widerstand, dynamisch natürlich. Und Oberkörper, der braucht eher oft auch so ein bisschen Komplexität. Ne? Also da auch wirklich mal eine Clubbell, eine Macebell in die Hand nehmen, werde ich in zukünftigen Routinen auch zeigen. Hier der Push-Press und der Ruderzug sind natürlich auch hervorragend geeignet. Aber da bin ich jetzt nicht so ein Fan von die übertriebenen Gewichte zu nehmen. Das kriegen sicherlich einige Leute mit entsprechend etwas bulligerem oder anderem Körperbau dann noch hin. Wenn ihr jetzt wie ich eher so ein bisschen filigraner gebaut seid, also ja, so filigran bin ich jetzt auch nicht, aber ja, eben nicht so ein Bulle, dann würde ich halt gucken, wie viel. Also ich kann es nur aus meiner Erfahrung sagen, ja, meine Schultern, die mögen jetzt nicht unbedingt schweres Überkopf drücken, ne, mit irgendwie 50, 60 Kilo. Das könnte ich zwar. Habe ich in der Vergangenheit aber immer eher Probleme entwickelt. Das hat auch so ein bisschen was mit der Schulterbeweglichkeit zu tun. Ja, werde ich in den nächsten Workouts auch nochmal ausführen. Bis hierhin, danke fürs Zuhören. Und ich gebe jetzt ab an mich selber. Haut rein und ciao. Vergiss nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und den Kanal zu abonnieren. Okay. So. Anfänger-Workout. Ein bisschen bin ich trotzdem ins Schwitzen gekommen. Also relativ easy, bis auf den Seitstütz am Ende vielleicht. Das war total easy. Ja, sicher. Geht wirklich klar. Geht wirklich klar. Also, manchmal ist das so, ne, nimmt man auch, weil wird da geschnitten oder so. Das war jetzt auf jeden Fall ungeschnitten. Es ging. Ich bin nicht super schwer ins Atmen gekommen. Auch noch nicht mal mittelschwer ins Atmen gekommen. Wie gesagt, ihr könnt variieren, ne, wenn ihr einen Kabelzug habt oder Gummibänder natürlich über das Gewicht. Ihr könnt die Zeit verlängern, ne, ihr könnt die Intervalle eurem Befinden natürlich auch ein bisschen anpassen oder ihr schaut in einem der nächsten Videos vorbei. Da zeige ich euch natürlich das fortgeschrittene Programm im gleichen Stil. Das heißt, die Übungen bleiben ähnlich. Ich zeige euch nur schwierigere Progression. Das heißt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, gebt dem Video einen Daumen nach oben und vergisst nicht, den Kanal zu liken und zu teilen. Zu den Übungen selber, ihr wollt mehr darüber lernen, ihr wollt die Basics wissen, die technischen Details, schaut in den Haltungscoach und bald kommt auch im Medical Fitness System das Athletic System als Add-on. Ja, da werden wir wirklich über progressive, funktionelle Kraftübungen sprechen. Ne? Wie kann ich meinen Körper damit optimieren und auch Muskeln aufbauen, meine Athletik verbessern, Sprungkraft etc. Das wird sehr, sehr interessant und natürlich für alle, die die App haben, ein kostenloses Add-on. Und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao!